Protestant church is still truly medieval in character. The building and the nearby houses cuddle up to each other. Obwohl das Gebäude aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts stammt, hat diese protestantische Kirche noch etwas echt Mittelalterliches. Die Kirche steht dicht bei den Häusern und keine Straße. Romantisierte Stadtviertel der Niederlande. Le Moulin, le quartier à votre droite, est le quartier le plus chanté et le plus romantisé des Pays-Bas. Die Moulin is ontstaan bij een stadsuitbreiding aan het begin van de 17e eeuw. Binnen 30 jaar was de wijk bedoeld voor arbeiders, ambassieden, matrozen en immigranten helemaal volgebouwd. The Jordaan came to being during the city expansion at the start of the 17th century. The quarter, meant for laborers, craftsmen, sailors and immigrants, had reached its building capacity within 30 years. Der Jordan ist bei einer Stadterweiterung zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden. Innerhalb von 30 Jahren war das Viertel, das für Arbeiter, Handwerker, Matrosen und Einwanderer gedacht war, ganz vollgebaut. Le Jordan acquis pendant l'expansion de la ville au début du XVIIe siècle. Ce quartier destiné aux ouvriers, artisans, matelots et immigrants fut entièrement construit en 30 ans. Das Museumboot fährt nun zur nächsten Haltestelle für den Leitzeplein. Le bateau musée se dirige maintenant vers le prochain arrêt, la place de Leiden. En direct weer links ziet u de Westerkerk. Soon on the left, the monumental Western Church. Und gleich links sehen Sie die Westerkirche. Et directement à votre gauche, vous voyez l'église de l'Ouest. Toen de kerk op Pinkster 1631 in gebruik werd genomen, was het de grootste gedoe. Here on the right, we're passing the Montelbans Tower. Hier rechts sehen Sie den Montelbans Tower. Deze verdedigingstoren was onderdeel van de middeleeuwse muur die na de aanval van de stad werd gehoord. Een hoorspiet. Eindstoten door enige monden zo lang. Links zien we de kerk, die in 17e eeuw werd gebouwd. Er is een paar weken tijd om te bouwen. Wat is dit? Hier, zie je het? Hier. Links passeren we een monument van moderne architectuur, het stadhuis. Daarvoor ligt het muziektheater, het operagebouw van Amsterdam. Closed by hand, but because of budget cuts, this is no longer the case. Die Brücke wurde früher mit der Hand bedient, aber wegen Einsparungen geschieht das heute nicht. 在古时，这座桥是以人工开关的。现在因为为了减少开支，此桥已经不再可以开关了。